Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch den Affen aufbinden. Ja, aber das ist nicht irgendeiner, sondern es geht hier um einen Penetrationstestwerkzeug und zwar Infection Monkey und der soll Ransomware-Angriffe simulieren. Jetzt würde man denken, oh, das ist toll, Ransomware-Angriffe simulieren, das ist gut, dann weiß ich, ob mein Rechner oder meiner Infrastruktur, IT-Infrastruktur, wie gut die gegen Ransomware geschützt ist, beziehungsweise wie gut die Systeme gehärtet und konfiguriert sind, um Ransomware-Angriffe nicht zu ermöglichen. Gut, diesen Artikel hier werde ich euch einfach mit auf den Weg geben in der Beschreibung. Der ist etwas älter, der ist 1,5 Jahre alt und ja, hier gibt es einen Haufen Informationen. Das Ganze kann man über GitHub beziehen und ist Open Source. Dann hier diese Anleitung gebe ich euch auch mit. Und zwar geht es hier um einen App-Image und dafür ist das Paket Fuse auf Linux notwendig, um das App-Image auszuführen. Das Ganze gibt es standardmäßig auf diese Distributionen. Ihr braucht da nicht unbedingt Kali Linux oder Black Arch oder Rocky oder sowas, sondern es reicht hier auch ein Ubuntu ab 18.04. Da ist Fuse mit drauf und dann könnt ihr es installieren. Ihr könnt es dann mit Wget runterladen und dann braucht es nur den Attribut plus X, also ausführbar auf diese App-Image-Datei und mit Punkt Slash könnt ihr sie nämlich ausführen. Okay, das werden wir jetzt auch dementsprechend machen. Wir sind jetzt hier auf unserer Kali Linux Rechner. Hier gibt es die Infection Monkey 2.0 und habe ich alles so ein bisschen durchgelesen und habe hier festgestellt, dass bei Removed so ziemlich 80% von der gegenüber vorherigen Versionen hier alles entfernt worden ist. Vor allem hier auch Mitre, ATT und CK. Ich habe mich hier ein bisschen durchgelesen. Entweder waren die obsolet, also veraltet. Sehr viele Sachen sind End of Life und solche Geschichten. Und ich habe die Version 2.0 ausprobiert. Die ist wirklich sehr schlank, sehr mager. Und nehme jetzt mal nicht die neueste, sondern ich möchte mich an diesen Artikel ranhalten und weil hier wird nämlich auch gesagt, dass ATT und CK und solche Geschichten hier auch noch möglich sind und die möchte ich ein bisschen ausprobieren. Ich bin hier in einer Testumgebung und daher kann mir hier nicht wirklich was kaputt gehen. Also ich nehme nicht die 2.0, ich nehme jetzt mal die 1.13, die vorherige Version. Und hier, wenn wir auf Assets gehen, GitHub-Link bekommt ihr auch, beziehungsweise ihr könnt es auch zum Artikel auch hier sehen. Wenn ihr hier auf GitHub klickt, dann kommt ihr direkt auf Infection Monkey, wo ich jetzt unter Kali Linux auch bin. Gut, wir wollen anfangen. Diese App-Image-Link werden wir uns kopieren oder ihr könnt auch einfach draufklicken und die Datei speichern. Gehen hier unter Kali Linux, gehen auf dem Schreibtisch, weil das ist einfach nur ein ausführbares Paket, das wir machen. Wir haben hier die 2, die habe ich ausprobiert, die brauche ich nicht mehr. Und beziehungsweise lassen wir sie noch kurz drauf und machen Wget und wollen uns hier die 13er runterladen, die 1.13, Entschuldigung, und schauen uns diese Datei mal an. Das ist ziemlich flott. So, und werden die chmod plus x Infection Monkey, ja, die wollen wir auch jetzt hier mit drauf haben. Und diese Datei hier werden wir jetzt einfach ausführen mit Punkt Schräger Slash und Auswahl einfügen bei mir und führen die aus. Das ist eine ausführbare Datei. Jetzt sagte mir, dass es Dateien gibt bereits, ja, weil ich die Zweier ausgeführt habe. Wenn ihr es beim ersten Mal ausführt, wird das nicht kommen. Ich sage ja, lösche die vorherige Scans raus und
nachdem er gestartet ist, kommt diese Meldung hier und irgendwo hier seht ihr dann, unter welcher Port das läuft, wo das läuft. Das läuft unter Port 5000 auf die IP-Adresse des Rechners quasi. Hier steht es HTTPS 192.168.0.161 Port 5000. Da gehen wir mal hin. Da habe ich hier mir Wazoo mit drauf gemacht. Der meldet noch nichts. Ich möchte auch ein bisschen überwachen, was hier wirklich passiert. Und wir werden jetzt das Ganze einfach mal ausführen. Wir werden uns hier erst einmal, damit es nicht stört, alles ein bisschen die gesamte Browserdatenverlauf löschen und werden hier unseren 192.168.0.161, wir brauchen HTTPS. Und wir haben gesagt, Port 5000. So, das Ganze ist ganz einfach. Das ist ein selbstsigniertes Zertifikat, deswegen kommt diese Meldung. So, das erste Mal, wenn wir reingehen, sollen wir uns selbst ein Benutzernamen und Passwort ausdenken. Also hier gibt es keine Standard, sondern das, was ihr euch jetzt ausdenkt, wird dann dauerhaft hier mit abgespeichert. Wir machen einfach nur Admin für diesen Fall, einfach zum Testen. Und gehen kurz rein. So, wir haben hier ein Szenarien, Ransomware oder Custom. Es ist beide das gleiche, nur dass wir hier direkt in der Konfiguration reinladen. Wir klicken aber auch auf Ransomware. Wir sehen die Version 1.13. Bevor wir es ausführen können, müssen wir es ein bisschen konfigurieren. Und zwar hier Configure Monkey. Da gibt es viele Parameter. Und wir sehen hier auch sehr viele Exploits. Die mit Ausrufezeichen sind ein bisschen gefährlich und gehärtet, also härter. Die führen wir jetzt mal nicht aus, sondern all die andere. Und hier gibt es nämlich Exploit User List. Hier gibt es vordefinierte Benutzer. Das ist quasi für eine Brute Force Attacke. Wir machen das hier nur Manager. Ich habe mein Windows ein bisschen präpariert. Das hier ist ein Windows 11 Standard Installation. Ich habe auf Laufwerk C einen Ordner erstellt. Test, und in diese Testordner habe ich hier ein paar neue Dateien. So, wir sehen hier, dass der Beschreiber ist und ich bin mit dem Benutzer Manager. Ich habe extra einen Benutzer angelegt und den Manager habe ich auch dem Passwort Manager gegeben, damit wir hier nicht zu viel rumkaspern. Hier sind irgendwelche Standard bescheuerte Passwörter, die nichts bringen. So, wir sagen auch Manager. Das ist das Passwort von Manager, damit er sich auch einloggen kann. Wir möchten das mal simulieren. Sagen Submit. Dann haben wir in Netzwerk, Local Network Scan und so weiter. Hier können wir Scan Target List. Wir können ganze Netze oder IP-Bereiche und so weiter und so fort eingeben. Ich möchte jetzt nur den Windows-Rechner scannen und sage einfach 192.168.0. Punkt 142 sollte er haben. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das die 142 sein. CMD. So, ich bin allerdings jetzt als ein falscher Benutzer eingeloggt, sehe ich gerade. Ich möchte mich als Manager einloggen. So, und dann machen wir hier einfach CMD und IP-Config. Gut, die 142 ist es, ist in Ordnung. Auch hier müssen wir jetzt auf dieser PC und dann haben wir hier den Ordner Test. Und diesen Ordner Test werden wir hier auch probieren, ob wir schreiben können. Jawohl, wir können schreiben. Das ist gut. Das heißt, unsere Simulation sollte demnach auch richtig gut funktionieren. Wir sehen hier ein Kilobyte, also habe ich was reingeschrieben. Gut, okay.
Das nehmen wir noch mit, sagen Submit und dann haben wir Ransomware. Und das ist jetzt, da müsst ihr aufpassen, weil das ist nämlich so, wenn ihr hier nichts einträgt, dann wird auch kein Ordner verschlüsselt. Der verschlüsselt Ordner dann oder die Dateien in den Ordner, das wir selbst angeben. Das bedeutet, wir können diese Simulation kontrolliert machen. Das heißt, wenn ein System dafür anfällig wäre, würde er nicht alles verschlüsselt, sondern nur das, was wir eingeben. Na, und hier nehmen wir ganz einfach diesen Pfad hier, C:Test, und der soll hier auch gemacht werden. Das ist alles, was wir hier im Grunde genommen zu konfigurieren brauchen. Und das war's. Hier möchte ich dann ihm selbst ausschließen. 192, 168, 0, 161. Und damit ist die Konfiguration fertig. Jetzt gehen wir auf RunMonkey. Jetzt gibt es zwei Optionen. From Island oder manuell. Manuel ist der beste Freund der IT und dann gibt es überall, dann gibt es in jedem Unternehmen den Manuel. Und Island ist von der Angreiferrechner direkt. Das ist nicht realistisch, weil so funktioniert das nämlich nicht in der Realität. In der Realität ist es so, der Angreifer schickt euch eine E-Mail. Diese E-Mail beinhaltet zum Beispiel Phishing oder sowas. Ihr klickt da drauf, gebt euren Benutzernamen, Passwort, das landet bei dem Angreifer. Dann schickt euch der Angreifer noch eine E-Mail und da klickt ihr auch drauf. Aber das ist in dem Fall kein Phishing mehr, sondern gehen wir davon aus, es ist ein Trojaner. Der Trojaner wird ausgeführt und der ist auf eurer Kiste mit drauf. Und diese Trojaner verbindet sich jetzt mit dieser Infection Monkey, nur als Beispiel. Und dieser Infection Monkey hier ist nichts weiter wie ein Command and Control Server. Das bedeutet, der wartet einfach ab, ob sich irgendwo ein Trojaner auf einen entfernten Rechner eingenistet hat. Dieser Trojaner hat die IP-Adresse von diesem Infection Monkey und der meldet sich zurück und sagt, hier bin ich, gib mir Befehle. Und der Command and Control sagt dann, alles klar, schauen wir mal, scan die Netzwerkumgebung, finde Schwachstellen und wenn es Schwachstellen gibt, nutze diese aus, so und so. Also so funktioniert dieses Prinzip. Deswegen brauchen wir Manual und wir gehen jetzt davon aus, dass genau das bei uns passiert ist. Der Angreifer hat uns eine E-Mail geschickt mit einem Word-Dokument, wir haben drauf geklickt. So und jetzt wird dieser Kommando ausgeführt auf euren Rechner. Und gehen wir davon aus, das war jetzt ein Linux, wie bei mir. Ich habe keinen zweiten Windows. Und deswegen sieht man eindeutig, wie dieser Muster funktioniert. Der macht mit CURL, geht auf dem Angreiferrechner auf Port 5000, holt sich eine Binary-Datei, also eine ausführbare Datei. Der kippt ihm chmod plus 6, macht diese Datei ausführbar, führt diese Datei aus und die wiederum verbindet sich zurück zu der kommenden Control-Server auf Port 5000 und wartet auf weitere Instruktionen. Das kopieren wir uns, gehen uns jetzt hier auf Ansible. So realistisch ist es, dass der Angreifer nicht als privilegierter Benutzer ist, sondern mit dem Benutzer, der sich eingeloggt hat, der auch diese E-Mail geklickt hat. Das ist in der Regel euer normaler Benutzer, mit dem ihr eingeloggt seid und sollte auch nicht hohe Privilegien haben. Deswegen machen wir hier Steuerung V und führen es hier aus. So, jetzt führt es aus und sagt, nein, das geht nicht, Permission denied. Gut, das ist jetzt komplett bescheuert gemacht bei der Version 1.13. Hier müsste der Angreifer auch noch eine Privilege Escalation machen, das heißt erhöhte Berechtigungen. Bei der Version 2.0 ist das nicht so. Bei Version 2.0 kann das auch als normaler Benutzer ausgeführt werden. Gut, wir gehen hier aber mal davon aus, dass selbst das passiert ist, was nicht unwahrscheinlich ist, aber ja doch, es passiert sehr oft, gerade über die Admin-Rechner. Gut. Alles klar, wir gehen davon aus, der hat privilegierte Rechte und schafft es und führt das Ganze aus. Gut, jetzt sehen wir, jetzt läuft das Ganze schon. Jetzt ist er verbunden mit der Command
ein Control-Server. Wir sehen hier, der arbeitet auch. So, wir gehen hier und wenn wir auf Infection Map jetzt gehen, dann sehen wir ganz einfach, ich habe ja diese Kiste da angegeben. Wir sehen hier ein paar Farben. Rot ist, wenn der Exploit funktioniert hat. Orange ist noch in Scan-Modus. Tunnel ist blau und Island-Kommunikation. Das heißt, dass das Opfer hier mit dem Monkey, also mit dem Common- und Control-Server arbeiten. So, obwohl ich nur eine IP eingegeben habe, scannt er weiterhin die ganze Netzwerkumgebung, was mir einfach nicht gefällt. So, wenn das passiert, dann hier können wir auf diesen Ding klicken und dann sehen wir, was er macht. Er macht nämlich jetzt Folgendes. Der haut alle Exploits, die er hier eingestellt hat, unabhängig davon, ob ich jetzt Drupal habe oder nicht. Einfach die Liste der Exploits, die er hat, haut er blind auf jeden Rechner. Das heißt, er schaut nicht einmal, was unter diesem Rechner da läuft, welche Services. Er sagt hier, dass diese Services zwar laufen, aber er haut wahllos einfach alle Exploits drauf. Und allein schon aus diesem Grund, allein nur deswegen schon, ist es ein absolutes Tabu, so diese Software auf eine produktive Umgebung auszuführen. Das kann extrem massive Folgen haben, und zwar im Bereich Integrität und auch im Bereich Verfügbarkeit des Systems, und die Vertraulichkeit kann dadurch auch angekratzt werden. Also, die Aussage, dass es sich hier um ein automatisiertes Penetrationstestwerkzeug handelt, ist falsch. Hier handelt es sich um was ganz anderes. Es handelt sich um ein kleiner Schwachstellenscanner, der über Ping die Netzwerkumgebung scannt. Und dann hat er einen Haufen Exploits im Rucksack und die versucht er einfach wahllos auf alles, was er findet, draufzuschmeißen. So. Die Qualität dieser Exploits sind mir unbekannt, weiß ich nicht. In einem echten Penetrationstest, also im Penetrationstester, erstens, Exploiting ist da, das Thema ist tabu. Es muss vertraglich geregelt werden. Und normalerweise macht man das so, dass wenn Schwachstellen gefunden werden, die auf Wahrheits-, also auf false-positiv oder non-false-positiv geprüft werden sollen, diese gesondert aufgeschrieben werden, dann wird es ein gesondertes Konzept gemacht, dann wird es quasi mit dem Kunden, also mit dem Unternehmen, also zwischen Pentester und dem Kunden, wird hier zusätzlich nochmal eine Absprache finden und hier gelten dann gesonderte Regeln, ob hier der Pentester mit einem Exploit auf diese Schwachstelle drauf geht, um zu schauen, die Wahrheitsprüfung zu machen. Der Penetrationstester allerdings wählt auch noch Parameter, das heißt, er parametrisiert diesen Exploit. Hier geht alles völlig automatisch, es macht irgendetwas, ich weiß nicht, was es macht. Und wenn man das nämlich auf eine echte Umgebung jetzt macht, auf eine Produktionsumgebung, kann das sehr massive Folgen haben, und zwar auch rechtliche Folgen. Und auch datenschutzrechtliche Folgen, und das ist dann einfach nicht witzig. Ich rate euch explizit davon ab, diesen Werkzeug nicht auf eine Produktionsumgebung zu schmeißen. Wofür könnte man es nehmen? Man könnte sagen, ich habe ein neues Projekt. Das wird in einer Entwicklerumgebung gemacht und da drin kann ich prüfen, ob vorher prüfen, ob diese Systeme dagegen gehärtet sind und erst dann in der Produktionsumgebung nehmen. Das ist aber auch so nicht richtig, weil wie gesagt, ich habe hier absolut keine Kontrolle. Ich weiß nicht wirklich, wie qualitativ diese Exploits sind. Zwar kann jeder dazu schreiben, ja, diese Exploits wurden sorgfältig ausgewählt und so weiter und so fort. Allerdings, jeder, der hier auch jeder IT-Administrator, der eine langjährige Berufserfahrung hat in diesen Jobs, IT-Jobs, der weiß ganz genau, je schöner etwas beschrieben ist,
umso tiefer ist das Misstrauen dem Gegenüber, umso mehr sollte ich nachprüfen, ob das auch dem entspricht. Und daher weiß ich einfach aus Erfahrung, ich verlasse mich nicht drauf, dass es heißt, sorgfältige Exploits ausgesucht. Keine Ahnung. Also hier haben wir, schauen wir, was wir für Exploits wir haben. Drupal-Exploiter, Head-Up-Exploiter, Log4Shell, Struts, WebLogic, MSSQL, obwohl ich da gar kein SQL drauf habe. PowerShell-Exploiter, SMB-Exploiter und so weiter. Das hatte jetzt auf dem hier drauf geschmissen. Und da schaut mal, wie viele Exploits er einfach drauf schmeißt. Und das funktioniert einfach nicht. Gut, der ist auch noch nicht fertig. Fertig ist er, wenn hier Security Reports, also wenn hier ein gelber Haken ist und bei Security Reports. Das lasse ich jetzt einmal laufen und schauen, ob mein Windows 11 erfolgreich war oder nicht. So, während der noch läuft, schauen wir ein bisschen in unseren Wazoo, und der findet hier zum Beispiel Past the Hash. Das kommt aufgrund dieser Brute Force Attacke. Und hier sehen wir das Successful Remote Logon Detected NTLM Authentication. Und das ist deswegen, weil ich hier quasi dem Benutzernamen und Passwort bekannt war. Also das heißt, diese Brute Force Liste hat sofort funktioniert. Er zeigt mir hier kein Brute Force an, weil ich habe nur das angegeben und es hat sofort gestimmt. Wenn ich mehrere Benutzernamen und Passwörter in diese Listen eingetragen hätte, würde ich hier auch noch Brute Force Attacke sehen. Und Remote Services und auf SSH wurde hier Authentication failed und solche Geschichten. Das heißt zudem, dass die Sicherungssysteme wie Endpoint Protection, Intrusion Detection Systeme oder Intrusion Prevention Systeme das auch als Angriff bewerten würden. Und daher finde ich diese Software absolut nicht einsatzbereit für eine Produktionsumgebung. Aber wir warten ab, bis der fertig ist. So, der ist mit seinem Scan fertig und so wie wir sehen, haben wir nirgendwo eine rote Linie. Das bedeutet, dass hier der Angriff auf Windows nicht erfolgreich war und ich habe hier bei Windows noch dazu habe ich einmal die Firewall ist nicht aktiviert. Hier ist komplett Firewall und Netzwerkschutz ist komplett deaktiviert. Kontoschutz und Viren- und Bedrohungsschutz ist auch deaktiviert. Ja, also mehr Möglichkeiten kann ich ihm nicht geben. Ich habe ihm sogar den Benutzernamen und Passwort für diesen Rechner gegeben, für den Windows 11 Manager, und der hat es nicht geschafft. Ich habe ihm auch den Verzeichnis C-Test gegeben. Das hat so nicht funktioniert. Das heißt für mich, das Ding ist an sich, ja, so nicht brauchbar. Also, okay. Eigentlich hätte er mit Benutzername und Passwort, wenn er dann kennt und Schreibrechte hat, hätte sich der Trojaner, der Ransomware hier, der verschlüsselt, hätte sich verbreiten sollen. Hat es aber nicht. Wenn wir uns die Reports anschauen, hier Ransomware Report, er hat 10 virtuelle Maschinen gescannt, keiner davon konnte er infizieren. 12,5 Minuten hat dieser Scan gedauert. Das ist das, was er quasi an Maschinen gefunden hat. Hier zeigt er mir, welche Services wo laufen, und ja, hier ist quasi nichts, was er machen konnte. Zero Trust Report bezieht sich auf Netzwerk und so weiter. Auch hier haben wir Data und Devices, die er gefunden hat und solche Geschichten. Und dann haben wir AT, T und CK, und das hat mich interessiert. Und zwar hatte bei Rob Successfully Used hier Exfiltration, Remote System Discovery, System Information Discovery und so weiter.
Und das alles hatte auf 56 gefunden. Das ist mein Ansible-Rechner. Und wenn wir uns anschauen, das ist alles auf die 56, das bedeutet, klar, wenn er das als Root ausführt, als hochprivilegierter User, ist ja klar, dass er diese Informationen bekommt. Das heißt, auch dieser Bericht hier ist an sich für nichts. Im Großen und Ganzen kann ich jetzt dazu einfach sagen, das Ding taugt überhaupt nichts. Und wie gesagt, die modernen, also die neuartigen Ransomware-Kits, wenn die Benutzernamen und Passwort wissen, so wie ich jetzt gemacht habe, und ich habe bei Windows 11 alle Schutzmechanismen daraus genommen, ich habe bei Vazoo alle Schutzmechanismen, nur Monitoring drin. Ich habe keine Firewall dazwischen, die irgendwie das präventiert und oder sonst was. Ich bin hier eigentlich komplett nackt. Und so wie ich den Windows dafür vorgegeben habe und ihm die so viele Informationen bereitgestellt habe, hätte, also in einem Echtfall, wäre der Rechner tatsächlich infiziert gewesen. Der schafft es irgendwie nicht. Wir machen jetzt was ganz anderes. Wir werden hier ein Cat auf etc passwd machen. Okay, hat er nicht neue Benutzer gemacht. Das ist wunderbar. Machen hier Exit und gehen hier unter Kali Linux, Steuerung C, ls-la. Wir werden jetzt diese Datei hier rm-rf Infection Monkey 1 löschen und führen jetzt die Version 2 aus, mal ja, damit wir den Unterschied sehen. So, auch hier löschen wir den vorherigen Scan raus. So, wie man sieht, startet der schneller, der ist gleich da. Dann gehen wir nochmal hier zurück, aktualisieren diese Seite. Der erkennt, okay, hier haben wir jetzt die Version 2. Die sehe ich hier unten nicht. Allerdings bin ich mir sicher, dass es die ist. So, jetzt sagt er auch hier, brauche ich das Initial-Dings. Und auch hier machen wir das. Machen gleich Ransomware. Und hier ist die Konfiguration gleich. Nur hier haben wir nur noch diese Sachen, weil all die anderen veraltet und nicht nutzbar waren. Hier bei Netzwerkanalyse haben wir das gleiche Prinzip im Grunde genommen. Und auch hier konfiguriere ich erstmal schnell ganz kurz. Das Prinzip kennt ihr. So, meine Konfiguration ist hier fertig. Und zwar unter Netzwerk habe ich ein paar Sachen, die Linux-Maschinen ausgeschlossen und mein Gateway. Ich habe hier nur den Windows-Rechner angegeben. Er wird trotzdem außerhalb mehr finden. Das heißt, auch das ist hier fehlerhaft. Dann habe ich nur Manager und Manager als Benutzername und Passwort eingefügt, damit er sich connecten kann. Und bei Payloads, wir sehen hier File Extension. In dem Fall, dass der Angriff erfolgreich ist, verschlüsselt der in C:Test alle Dateien mit Monkey. So, auch da werden wir hier das gleiche Prinzip machen. Auch hier kopieren wir uns das raus. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt nicht mehr Root bin, sondern Manager, also normaler Benutzer. Das ist in Version 2.0 besser gemacht. Ich muss das nicht hochprivilegiert ausführen, sondern normal. Und wir gehen hier und da sehen wir gleich, dass er anfängt zu arbeiten. Und das geht jetzt ziemlich schnell. Er findet mir trotzdem hier Sachen, die er nicht finden soll. Aber gut, daran habe ich mich jetzt schon gewöhnt. So, auf dem 42 auf der Windows-Kiste soll er jetzt, hatte MS SQL Exploiter, SMB und WMI ausgeführt. Wir warten ab, dass er fertig ist. So, er hat es geschafft. Das ging viel schneller als bei anderen. Auch hier bei der neuesten Version keinen roten Strich. Auch hier bei Security Reports haben wir gar nichts. Der hat eine Minute weniger hat er gebraucht, der hat 1,5 Minuten gebraucht. Es sagt, welche Exploits er ausgeführt hat.
Er hat 6 Maschinen gefunden, weil ich ein paar Linux-Maschinen ausfiltriert habe und Infektion keine und ja, Ransomware-Report auch keiner und das ist so und es sagt einfach, dass die Attacke, also der Angriff, der hat es von der Ansible Cybernet, das stimmt, ausgestartet. Und das war jetzt einfach erfolglos. Ich kann jetzt ganz bitter hier gehen und ich führe es einfach auf sich selbst aus. Das heißt, ich führe die, wir gehen davon aus, dass unser Windows-Rechner, dass es ein Homeoffice-Rechner ist oder sowas, und von da aus der Angriff stattgefunden hat. Also, wir gehen hier, müssen das Ganze mit PowerShell ausführen und sagen hier bei PowerShell einfach führe das aus und man sieht, der macht auch neue Fenster auf und so ein Zeug und auch hier führt er das quasi aus. Bedrohung gefunden, aha. Ein Trojan-Downloader auf Gerät zulassen. Und er sollte mir hier, auch hier macht er den Scan, hier drauf. Aber auch hier wird er nicht schaffen, zu. Der wird es nicht schaffen, das zu machen. Okay, mein Fehler. So, wir führen es nochmal aus. Und jetzt kommt auch keine Meldung mehr von Windows. Also ich habe jetzt definitiv alle Schutzmechanismen deaktiviert. Und jetzt ist er nochmal am Arbeiten. Wir machen Folgendes. Wir machen hier Reset. Aber bevor wir Reset machen, machen wir Konfiguration. Die exportieren wir einmal. Kein Passwort brauche ich nicht. Und die speichern wir einfach auf Schreibtisch unter MonkeyConf und machen hier einfach ein Reset. Ach so, kann er nicht, weil er gerade dran arbeitet. Gut, dann lasse ich ihn mal arbeiten. So, der ist fertig. Gleiches Ding, nichts. Okay. Und der Manager hat sogar jetzt Administratorrechte. Also hier ist überhaupt nichts passiert. Okay, also im Grunde genommen war das Ganze für nichts. Das ist, ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein bisschen zappeln, ein bisschen krabbeln, ein bisschen irgendwas zeigen, aber die Umstände, die ich jetzt hier geschaffen habe auf Windows, selbst vom Windows selbst ausgeführt und funktioniert nicht. Das ist meiner Ansicht nach überhaupt so nicht. Das taugt einfach nichts. Okay? Na gut, alles klar. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, mein Fazit ist, das ist absolut kein Penetrationstestwerkzeug, schon gar nicht automatisiert, auch wenn es hier angegeben wird. Der verhält sich nicht mal wie ein Schwachstellenscanner, sondern der schaut im Netzwerk, ob er irgendwelche Maschinen findet. Der schaut zwar, welche Services, welche Ports da offen sind, aber diese Exploits, wo man nicht weiß, wie sicher die sind und was die wirklich bewirken, die schmeißt er wahllos auf jeder der gefundenen Assets. Und das ist ein absolutes Tabu. Also das ist 100%. Prozentig ein absolutes Tabu. Da kann euch sonst wer was sagen,
Wenn ihr zum Thema IT-Sicherheit Experten dazu befragen werdet, werden die exakt das Gleiche sagen, was ich sage, vielleicht eine Nummer härter. Gut, ich sage es einfach aus meiner Sicht und meine Sicht ist definitiv aus der Erfahrung und basiert auch aus den Informationen und Material von IT-Grundschutz. Und deswegen werde ich fürs nächste Freitag ein Video machen, was strukturell, organisatorisch und wie wird überhaupt ein echter Penetrationstest durchgeführt? Da wird es nicht einfach darum gehen, dass wir einen Penetrationstest technisch ausführen, sondern es geht einfach darum, wie muss ein Penetrationstester vorgehen, was muss geplant werden, welche Pflichten hat der Auftraggeber, welche Pflichten hat der Penetrationstester, welche Haftungen müssen hier geklärt werden, welche Datenschutzregelungen müssen hier geklärt werden und vor allem, welche rechtliche Geschichten müssen hier berücksichtigt und angewendet werden, sodass wir hier beim Penetrationstest möglichst keinen Schaden verursachen und hier auch im Sinne der Betriebsamkeit, also dass der Betrieb weiterläuft und hier nicht die Verfügbarkeit, Integrität oder Vertraulichkeit verletzt wird, währenddessen, was durchaus passieren kann, schon bei einem Penetrationstest manuell durch einen erfahrenen Penetrationstester durchgeführt wird. Deswegen gibt es nämlich auch diese ganzen Regeln. Und wenn jemand hier kommt und sagt, okay, die Idee ist vielleicht klasse, super gut. Wenn es jetzt funktioniert hätte, hätte ich gesagt, ja, okay, das kann man auf einer Testumgebung, bevor man das Projekt jetzt online nimmt, schauen, ist der Rechner anfällig oder nicht. Aber sorry, die Umstände, die ich geschaffen habe, das würde jetzt ein aktueller Ransomware-Kit definitiv ausnutzen. Also das wäre komplett verschlüsselt. Auch das hat nicht funktioniert. Das bedeutet, dass auch diese Tests und was hier gezeigt wird, einfach nur, ich weiß nicht, ich habe keine Worte dafür und vielleicht habt ihr welche für euch. Also ich kann es nicht empfehlen. Es hat mich interessiert. Die Idee finde ich klasse, die Umsetzung finde ich nicht ausgereift. Ich wünsche dem Team, der das weiterentwickelt, viel Erfolg. Das ist eine israelische Unternehmen für IT-Sicherheit, die das machen. Viel Erfolg, Open Source, danke für den Einblick. Idee gut, verfolgt das weiter. Nur so in den Ist-Zustand ist es absolut nicht anwendbar in einer Produktionsumgebung. Vielleicht so als Demonstration oder Schulungszwecke den Leuten zu schauen, das sind die Schritte, das ist ein Common- und Control-Server, dann wird der Rechner, wie ich euch am Anfang erzählt habe, infiziert, dann holt er sich das, führt das aus und dann wartet er auf weitere Befehle, um das zu machen. Gut, kann man mit einer PowerPoint-Präsentation auch machen, manche sagen, das ist mir zu trocken, könnte man machen, allerdings hat das Ding außerhalb einer gesicherten Umgebung nichts verloren. Gut, okay, meine Erwartungen wurden nicht, wie soll ich sagen, ich wurde nicht enttäuscht aus einem ganz einfachen Grund, weil ich da überhaupt keine Erwartungen daran gesetzt habe. Ich habe es mir schon einfach gedacht, dass das so nicht sein kann. Und ich wusste schon von vorne hinaus, selbst wenn es jetzt funktioniert hätte, würde ich das absolut niemals in eine Produktionsumgebung einsetzen. Gut, alles klar. Danke für das Video, danke fürs Zuschauen, danke für das Video. Ja, danke mal, danke fürs Video, genau. Danke fürs Zuschauen bis hierher. Nächster Freitag kommt ein Video zu Thema Penetrationstesting, wie vorhin angekündigt. Und haltet die Ohren steif. Und vor allem wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ja? Das Wetter soll schön sein. Geht raus in der Pampa und lasst mal die Tastatur ruhen. Na denn, macht's gut, ciao.